So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise willkommen zum Teil 3 vom Community Raid. Das heißt, wir haben Terrakium gemacht im ersten Raid. Wir haben Cobalium gemacht im zweiten Raid. Jetzt musste ich ein bisschen warten, in der Stadt gingen einige Raids auf, aber Terrakium, Cobalium. So konnte man erstmal was fressen. Grüße an der Tuurin. Und jetzt haben wir es geschafft. Beim Friedhof ist ein Viridium aufgegangen. Ich würde euch eigentlich gerne die Arena zeigen. Das Mahnmal der sowjetischen Soldaten, aber das befindet sich direkt auf dem Friedhof. Da muss man ja jetzt nicht unbedingt filmen. Ja, ich kann höchstens mal hier rüber gehen, kann das mal nach da zeigen. Das seht ihr nämlich da hinten. Das ist im Prinzip dieses Denkmal auf dem Friedhof. Und wir haben jetzt wieder Leute zum Einladen, aber bevor ich euch dies sage, möchte ich euch kurz noch darauf hinweisen. Im ersten Raid hat ja der Nikolaus gefehlt, ja. Der Nikolaus war nicht dabei. Warum war der Nikolaus dabei? Ich habe gedacht, er hat es verpasst, hat es nicht mitgekriegt, aber er hat gesagt, es gab keine Gruppe mit diesem Code. Das ist jetzt keine Ausrede, das habe ich auch schon gehabt, wenn ich mich mit dem kleinen Account eingeladen habe zu einem Raid. Wollte mit dem großen also in die Gruppe. Es waren gerade mal 5-6 Leute drin. Ich hatte einen Pass und es stand einfach da, es gibt keine Gruppe mit diesem Code. Keine Ahnung warum, es ist auf jeden Fall total nervig, denn machst du eine öffentliche Lobby, gehen Fremde rein, dann heißt es, die maximale Anzahl an Fanraidern ist erreicht. Machst du eine private Gruppe, gibt es Probleme mit dem Gruppencode. Und der Eingeladene braucht den ja nicht eingeben, also ich weiß nicht, was am besten ist. Ich lese euch jetzt kurz vor, wen wir einladen. Hier ist nämlich dieses grüne Teil. 100er könnte man mitnehmen, braucht man aber eigentlich nicht. Ich habe sie wieder gepostet, 14.45 Uhr, Viridium Community Raid, diesmal Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania laden ein. An sich wäre es auch sinnvoller, dass ich immer mit den beiden einlade, weil da ja gar keine Freunde drauf sind. Dann müsste ich mir die nicht beschriften, sondern lade einfach die ein, die angenommen haben. So, und die 12 Kommentare. Wir haben, pass auf, Aluhut, Trainer Sir Ups, Kulidita, Ipims, Blexi, Affe. Der hat aber irgendwie 4 Zahlen vergessen gehabt. Deswegen habe ich den erstmal ausgelassen, habe gesagt, da fehlen 4 Zahlen. Die 7110 stand nämlich nicht mit da. Hat das korrigiert, hat es nochmal überarbeitet, ist jetzt auch mit dabei. Und ansonsten Blood and Tears, King Hammer, Gussi, Dare, Tubi, Toast und der Pyro-Dampfer. Sorry an den Rest, der es nicht geschafft hat, aber es wird natürlich auch Raids für Zuschauer geben mit Viridium, wenn ihr das unbedingt braucht. Entweder halt Samstag oder Sonntag oder nächste Woche Sonntag. Gucken wir uns noch an. Ich fange jetzt noch was zum Übergang. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Raid wieder. Und ich habe schon wieder einen Levelaufstieg gehabt mit jemandem, den ich auch wieder rauspacken musste. Beachtet also bitte, dass die Interaktionen doppelt zählen. Ihr nicht öffnet, wenn da 2 Tage steht bei den Freunden. Dann wartet auf die Raid-Stunde oder wartet auf den Z-Day, vor allem wenn ihr selbst Z-Day dran stehen habt. Und heute levelt, dann guckt ihr auch in die Röhre. So, ich fange was. Bis gleich. Viridium Raid. So, es ist schon wieder richtig dämlich. Das Auto steht so schräg. Das war jetzt außerhalb. Wir mussten hierher fahren. Ich will jetzt fix einladen. Ich stelle euch dann einfach aufs Dach. Das ist dann besser. Wir gehen also mal hier drauf. Wir gehen hier drauf. Wir machen wieder eine private Gruppe. Nehmen dazu einen Gruppencode. Pupsi, passt auf. Ich sage den Gruppencode. Das ist dieses Mal Smetbo, Relaxo und Taubsi. Den geben wir hier drüben auch nochmal ein. Smetbo, Relaxo und Taubsi und können auch mit dem Großen rein. Ich muss aber erstmal die Leute einladen. Blexi-Affe, Pyrodampfer, Gussi, Darit, King Hammer. Ja, und einer fehlt. Ibims, Kulidita, Blood in Tears, Trainer Sir Ups. Und irgendwie fehlt da auch einer. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Smetbo, Relaxo, Taubsi sind da drin. Jetzt gucken wir nochmal nach wegen Einladen. Ich habe keinen weiter drauf. Blexi-Affe, Pyrodampfer, Gusidarit, King Hammer. Der 5. fehlt. Und hier Ibims, Kulidita, Blood in Tears, Trainer Sir Ups. Und hier fehlt auch der 5. Kann ich nicht ändern. Es ist 45. Ich muss einladen. Ich muss auch zurück. Und ich stelle mich jetzt einfach hier neben das Auto, weil das ist so eine blöde Perspektive. Und es ist einfach mega dunkel. Wenn wir uns hier oben drauf stellen, sieht das auf jeden Fall besser aus. Ist halt natürlich das Problem. Du sitzt zu Hause, du postest den Raid. Dann tragen sich 2, 3, 4 Leute ein.
Du musst aber dann irgendwann auch los, ja. Du musst auch los, dass du überhaupt erstmal beim Raid Dot bist. Schöner ist es natürlich, man hat alle 10 geedit, fährt dann los und in der Zeit, wie du auf dem Weg zur Arena bist, haben die Zeit anzunehmen. Blöd ist es, du kommst an bei dem Raid und musst am Raid dann noch adden und dann sind nur noch 5 Minuten. Aber wenn ich halt 45 den Raid machen möchte, dann würde ich trotzdem spätestens 40 nochmal gucken, ob ich jetzt eine Anfrage habe, dass ich den annehmen kann. Das heißt, wenn man 44 noch annimmt, kann ich ja 45 einladen. Das ist die Stimme der Vernunft. Wir haben jetzt hier lauter Lugia-Con da drin, also alles, was irgendwie Psycho bzw. Flug. Viridium ist ja, glaube ich, ein Pflanzekampf. Das heißt, ihr nehmt am besten Flug-Pokémon. Ich habe das sonst, glaube ich, immer mit einer Rayquaza-Armee gemacht. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht teuer bei Rayquaza. Einfach mal mit euren ganzen Top-TMs und Sofort-TMs, die ihr aus den Raids hinterhergeworfen bekommt, einfach mal die Moves auf Flug zu ändern bei Rayquaza. Dann habt ihr eine richtig fette, saftige Armee an Flug-Pokémon, um so ein kleines Viridium zu plätten. 100er Wert müsste wieder was um die 17 noch was sein, außer es hat Wetterboost. Irgendwie haben bisher alle heute Wetterboost gehabt. Shiny brauche ich nicht, 100er brauche ich noch. Terrakium will ich eigentlich unbedingt ein 100er. Aber mal gucken, Viridium hat bisher in der Abstimmung immer die wenigsten Punkte gehabt. Auch Raids für Zuschauer Samstag. Kobalium und Terrakium haben beide richtig viele Punkte gehabt und nur 5% waren für Viridium. Heißt das, Viridium ist so wichtig, dass die Leute es sich für den letzten Tag aufheben wollen? Oder es hat einfach keiner Bock, ne? Das kann auch sein. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich sage trotzdem Terrakium, Terrakium, Terrakium. Das ist das Beste, das ist das Stärkste, das ist das Nützlichste. Ich wüsste nicht, wo das hier Anwendung haben soll. In Raids ja wahrscheinlich sowieso gar nicht. Wenn dann vielleicht GBL. So, Pyrodampfer ist der Freundschaftslevel auch gestiegen. Wir haben ein 2148. Es ist wieder mit Wetterboost. Ich hole mal ganz kurz die iPhones. Was Gutes? Ich frage noch mal hier so. Shiny? Irgendwas? 2148? Hast du was drüber? Hast du was drunter? Das heißt, 2148 ist bis jetzt das Beste. Jetzt gucken wir mal kurz hier nach. Jetzt haben wir hier einen Richtwert. Das hat 73% mit 2092. Das hat 2122. Die sind beide schlecht. 2148. Ist das ein 100er? Ich glaube es eigentlich nicht. Egal, wir fangen es jetzt erstmal. Nehmen wieder den Ball. Der sieht auf jeden Fall sehr groß aus. Ich glaube, der sitzt einfach mega weit vorne. Ihr seht ja hier, der Kreis ist so riesig. Der Kreis ist so groß wie euer ganzer Bildschirm sozusagen. Wir tüten das einfach schnell und leise ein. Ich glaube, bei dem müsst ihr auch gar nicht warten. Ihr könnt da eigentlich, das sieht aus, das erinnert mich an Lugia. Der Fangkreis, alles, das Werfen, dieser ganz kurze Ball erinnert mich an Lugia. Also wenn Lugia unten gesessen hat, kein großer Kraftaufwand. Gucken wir mal hier rein mit Sangdo-Klinge. Es ist ein 98er, okay. Knapp vorbei. Ich weiß gar nicht, was das beste Viridium ist, was ich habe. Wir können ja mal kurz nachgucken. Ja gut, reicht schon. Dann sortieren wir es mal nach WP. Hier habt ihr nämlich das Lucky Shiny. Hier habt ihr das Shiny. Das heißt, das 2148 ist jetzt wirklich das Beste. Und 17.4? Ja, das ist auch nichts. Das heißt, das ist das beste Viridium, was ich überhaupt habe. Wir können uns kurz Kobalium nochmal angucken. Ist auch natürlich hier das Shiny am Start, das Lucky Shiny. Das ist ein 100%iges mit 1727 aus dem Raid. Und das hier ist ein 100%iges als Best Buddy hochgezogen auf Level 40. Das ist sehr gut. Und Terrakium steht auf einem anderen Blatt. Bei Terrakium habe ich ganz, ganz viele und auch ganz viele Lucky, wie ihr seht. Da ist natürlich auch das Shiny am Start. Und natürlich auch das Lucky Shiny, sowas wie hier, ja.
Aber das Beste, was ich hier vom Terrakium habe, ist auch ein 98er mit Wetterboost, also genauso wie bei Viridium jetzt. Und ohne Wetterboost ist es ein... Ich glaube, ohne Wetterboost habe ich alle weggehauen, weil das ist ja richtig schlecht. Also 98, 98, 100, das ist bisher die Ausbeute, aber heute ist der erste Tag. Gucken wir mal, was die Tage noch so bringen. Hier sitzen überall noch Elezeber rum, was ich gut finde, denn das könnt ihr jetzt auch als Shiny bekommen mit Entwicklung. Denn das Elezeber mit dem Kostüm konnte man ja nicht Shiny entwickeln. Wenn ihr jetzt ein Shiny Elezeber bekommt, könnt ihr das auch entwickeln und habt auch... Ich weiß nicht mal, wie die Weiterentwicklung gerade heißt. Habt das auf jeden Fall dann auch am Start. Wir haben das jetzt alles angetippt, kein Shiny dabei. Wir nehmen aber noch hier die Maus mit. Da sitzt nämlich schon wieder ein Dedenne. Das ist das neue Pokémon, das als 100er noch mitnehmen. Wie findet ihr das? Schreibt es mal rein. Ist das nicht süß? Ist das nicht cool? Das nehmen wir noch mit. Ansonsten viel Spaß mit dem Event. Eure Forschung geht auch weiter von Hoppa. Ja? Seid da hinterher, macht das, damit ihr diese extra Forschung gibt. Und wahrscheinlich gibt es wohl Kryptolugia aus dieser Schabernack-Forschung. Das aber zu einem späteren Zeitpunkt. Oder wir müssen noch mal ein Video darüber machen. Kleines Infovideo, was aufgedacht ist im Code. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das ist der Friedhof. Guckt's euch an. Das ist der Friedhof, das ist die Sonne. Und der Rest ist egal, ne? Denn da hinten ist das Fitnessstudio. Also schnell weg hier.